die verrückte Bar. Die zwei Freunde Shelley und Piper treffen sich vor der Bar von Frank. An der Bar bestellen sie sich einen nice Drink beim frischen Barkeeper Barley. Danach gehen sie auf die riesige Tanzfläche und bemerken nicht, dass der Hausmeister Mortis ihre Drinks trinkt. Nachdem sie von der Tanzfläche kommen, bemerken sie, dass ihre Drinks weg sind. Shelley schlägt vor, dass sie zum DJ Frank gehen. Er gibt ihnen den Tipp, dass der Barkeeper den ekligsten Drink der Welt machen soll, mit Knoblauch und allem, was sonst noch rein muss. Also holen sie den Drink beim Keeper ab und stellen ihn auf einen Tisch neben der Tanzfläche. Mortis kommt aus seiner Kammer und trinkt den ekligen Drink. Erst passiert nichts, doch dann wirkt der Hausmeister rum und kotzt mitten auf die Tanzfläche. Die Freunde feiern ihren Erfolg mit endlosen Drinks und Musik.